In diesem Video werde ich zum zweiten Mal drei Tipps von vier teilen. Was kann man tun, wenn du ausrastest? Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Firmakoch, heißt Sachen. Ich heiße Haken Titas. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann werde ich auf jeden Fall empfehlen, den ersten Teil anzugucken. Und heute ist der zweite Teil. Freunde, ich würde auf jeden Fall den ersten Teil empfehlen anzuschauen, falls du den noch nicht kennst. Und so weiter. Aber wir werden gleich mit dem drei Tipps starten. Tipp 1: Schlägerei. Also hier oben rechts kannst du dir zwei Videos, drei Tipps, wie du dich vor einer Schlägerei schützen kannst. Ich habe das vor 2 Monaten hochgeladen. 2 Monate. Am 23. September 2020. Ja. Und wenn der Junge schreit, und dann geht auf den anderen Jungs los und dann prügelt auf den so. Wartet, ich zeige euch mal. So kann er so schlagen, wie fest er kann. Das heißt, wenn der Junge den anderen prügelt, damit seine Freunde einfach ihn versuchen auseinanderzuziehen. Das geht aber nicht. Freunde, ich muss durchatmen. Wartet ganz kurz. So, Freunde. Tipp 2: Schreien. Also, was meine ich damit? Ich meine, der Junge, wenn der prügelt, wenn der Junge auf den anderen einschlägt, so, dann schmeißt er ihn so und so weiter. Und Tipp 3: Versuch dich zu beruhigen. Also, wenn du als junger Mann mit deiner Freundin unterwegs bist, sie steht hier und du da und du flippst aus und dann sagt sie: Schatz, beruhig dich mal. Komm mal runter, bitte. Wenn er sagt: Okay, ich weiß, ich komme schon gut, aber ich kann nicht. Und dann ist die Geschichte so. So, Freunde, das waren meine drei Tipps von zwei, ein Teil von vier. Drei Tipps, was kann man tun, wenn man ausrastet? Und es gibt noch was, Freunde. Ihr habt mir unten in die Kommentare reingeschrieben, ich habe jetzt 14 Abonnenten. Mein YouTube-Kanal hat 14 Abonnenten gewonnen. Freunde, wenn ihr wirklich mein Team sein wollt, dann abonniert jetzt diesen Kanal und drückt am besten noch auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Derjenige darf nur in mein Team sein, wenn der auf Abonnieren klickt und auf Glocke aktivieren. Also, wo Glocke läutet. Freunde, ich würde sagen, tschüss. Wir bleiben Team von Firma QRS. Da liebe Grüße von mir an die Firma QRS, meine Firma.